zeigen Sie mit Hilfe von Taylor-Reihen, dass die Ableitung von Sinus gleich von Cosinus ist. So, machen wir das zunächst mal heuristisch. Sinus x können wir als Taylor-Reihe schreiben. Das ist x minus x hoch 3 durch 3 Fakultät plus x hoch 5 durch 5 Fakultät minus x hoch 7 durch 7 Fakultät und so weiter. So, dann leiten wir das ab. Dann wissen Sie, eine Summe können Sie summandenweise ableiten. Das heißt, x abgeleitet ist 1. X hoch 3 abgeleitet ist 3x² durch 3 Fakultät. Und jetzt betrachten wir, was gibt denn 3 durch 3 Fakultät? Und da stellen wir fest, das ist dasselbe wie 3 durch 3 mal 2 mal 1, also insbesondere 1 durch 2 Fakultät. Oder allgemein, wenn Sie n durch n Fakultät rechnen, dann ist das n durch n mal n minus 1 und so weiter bis mal 1. Und das ist also nichts weiter als 1 durch n minus 1 Fakultät. Das heißt, das hier, das können wir wegmachen und dafür schreiben x hoch 2 durch 2 Fakultät. Und hier analog gibt es dann x hoch 4 durch 4 Fakultät minus x hoch 6 durch 6 Fakultät. Und dieses hier ist aber exakt das gleiche wie der Cosinus. Das heißt, wir haben das jetzt heuristisch gezeigt, dass die Ableitung vom Sinus der Cosinus ist. Jetzt rechnen wir das Ganze über die Reihe aus. Sinus x ist nichts weiter als Summe i gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch i mal x hoch 2i plus 1 durch 2i plus 1 Fakultät. Jetzt wollen wir das Ganze ableiten. Und weil die Reihe absolut konvergiert, darf ich die Ableitung in die Reihe reinziehen. Das heißt, es ist dasselbe wie Summe i gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch i. Mal an der Stelle muss ich jetzt das ableiten, habe hier 2i plus 1 mal x hoch 2i durch 2i plus 1 Fakultät. Und jetzt kann ich das wieder analog zu dieser Formel kürzen. Das ist Summe i gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch i mal x hoch 2i durch 2i Fakultät. Und das ist Cosinus.